Gesegneten Sabbat und herzlich willkommen zu unserem letzten Wochenende, zu unserem letzten Tag von Magna Konfliktio. Und am Ende kommt es ganz besonders dick, nämlich drei Vorträge heute Abend. Also heute und heute Abend zusammen. Heute Abend sind es nur zwei. Obwohl der Stoff wahrscheinlich für drei reichen würde. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr hergekommen seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf www.magnaconfliktio.de oder auf joelmediatv.de. Ich möchte wie gestern Abend beginnen mit einem Hinweis zu unserem Buch zur Serie. Es gibt nämlich tatsächlich ein Buch zur Serie und das ist dieses Buch hier, Vom Schatten zum Licht. Wer die Serie verfolgt hat oder auch nur einige Teile verfolgt hat und sagt, ich möchte mich tiefer mit der Materie befassen, dem kann ich dieses Buch nur empfehlen. Es ist wirklich mehr wert als Gold und Silber. Und jeder, der dieses Buch, das ist eine Neuausgabe des alten Klassikers The Great Controversy, wenn jemand dieses Buch in dieser Form oder in einer alten Übersetzung nicht besitzt zu diesem Zeitpunkt, wird er heute Abend eines kostenlos bekommen. Eine einmalige Aktion hier und deswegen die Bitte an alle, nicht nur die es schon haben, nicht haben, aber an alle zu kommen und dieses Geschenk sich dann abzuholen. Denn ich glaube, es ist ein Buch, das wirklich von großer Bedeutung ist. Wenn jemand den Namen Ellen Gould White nicht kennt oder nicht weiß, was damit verbunden ist, den möchte ich auch wie gestern Abend angesprochen ermutigen, auf Joelmedia TV einen Vortrag anzuschauen mit dem Titel Die Weissagung. Das ist der 24. Vortrag in Ausweg 2012. Gestern habe ich es falsch gesagt. Und da wird mehr dazu erklärt. Jetzt haben wir ein ziemlich gewaltiges Thema. Und unser Thema wird sein, 17 Millionen Menschen, das Volk des Buches. Wir haben gestern gesprochen, weiß jemand noch, worüber wir gestern gesprochen haben? Die Zahl 666 und damit verbunden über den Antichristen. Wir haben gesagt gestern, es gibt zwei Dinge, zwei Säulen, die alle Reformatoren, egal wer sie gewesen sind, gemeinsam hatten. Das eine war die Lehre, dass das Papsttum der Antichrist ist. Egal ob Wycliffe, Luther, Zwingli, Tyndale, wen man gefragt hat, Wesley, alle haben dasselbe gesagt. Und die zweite Säule, die wir gestern nur kurz angesprochen haben, weiß jemand, was das war? Die zweite Säule. Das war die erste Säule. Und die zweite Säule, die alle Reformatoren trotz aller theologischer Unterschiedlichkeiten immer betont haben, war, dass die Bibel und die Bibel allein der Maßstab von allem ist, von aller Lehre, von aller Glaubenspraxis und so weiter. Und wir wollen uns heute fragen, gibt es heute noch Menschen, die die Bibel zum alleinigen Maßstab machen? Und weil wir die Bibel niemals verstehen können, ohne die Wirkung und die Leitung des Heiligen Geistes, möchte ich uns alle gemeinsam einladen, noch einmal ganz kurz niederzuknien für ein Anfangsgebet, wo es möglich ist, und dann beginnen wir. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir in dieser Stunde, in dem Bewusstsein, dass wir eigentlich heiligen Boden betreten. In dem Bewusstsein, dass es für einen Menschen in unserem Zustand unmöglich wäre, dich tatsächlich buchstäblich zu sehen. Und wir danken dir, dass du deine Gedanken, die du hast, in Buchform uns übermittelt hast, dass wir es lesen können, dass wir es verstehen können und dass wir die Wahrheit erkennen können, die Wahrheit uns freimachen kann. Wir möchten dich bitten, dass du in den kommenden Minuten unser Herz in einer Art und Weise berührst und ergreifst, wie es vielleicht vorher noch nicht passiert ist. Dass wir von ganzem Herzen deinem Wort folgen und mit unseren beiden Füßen auf diesem soliden Felsen stehen. Wir möchten dich bitten, dass du alles Störende fernhältst und dass du zu uns sprichst und dass dein Wort gemäß deiner Verheißung in Jesaja 55 nicht leer zurückkehrt, sondern uns verändert und bewirkt, was du vorhast. Sei du jetzt bei uns durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu beten wir das. Amen. Wir haben in den letzten Vorträgen einiges gelernt über den bevorstehenden Konflikt. Wir haben gesehen, dass es bestimmte Irrlehren gibt, dass es bestimmte Tendenzen und Bewegungen schon gibt in der Welt, die in der Prophezeiung vorhergesagt worden sind und dass wir auf dem Weg sind in eine gewaltige
Auseinandersetzung, in das letzte Drama des Magna Conflictio. Und wir haben gestern schon über einiges gesprochen. Und die große Frage ist, was hilft mir in dieser letzten Zeit, wenn ich weiß, es kommt eine Krise auf die Welt zu? Wenn ich weiß, ich komme in einen Konflikt hinein, was ist meine Schutzmacht? Was ist meine Schutzwehr? Was ist meine Hilfe? Die Bibel gibt uns einen Vers, der für uns ein Leitvers sein soll heute Morgen, der uns garantieren soll, dass wir sicher stehen können in diesem letzten Magna Conflictio, in der letzten Auseinandersetzung. In Jesaja 8, Vers 20 lesen wir Folgendes. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Und dann sagt die Bibel, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Auf der Frage, wohin soll ich mich wenden, welcher Kirche soll ich mich anschließen, in welche Gemeinschaft soll ich gehen, welche Freunde soll ich um mich herum haben, antwortet die Bibel, es gibt ein Kennzeichen. Wenn ich also frage, Menschen, die sich als Christen ausgeben, Menschen, die einer christlichen Kirche angehören und sagen, dass sie mich vorbereiten wollen auf die Endzeit, auf den Konflikt, mir helfen wollen, Jesus kennenzulernen, dann muss ich eine Frage stellen, was sagt ihr diesbezüglich? Sprecht ihr auch zum Gesetz und zum Zeugnis? Wenn es jemanden gibt, einen Pastor, einen Prediger, eine Kirche, der nicht so spricht zum Gesetz, sagt die Bibel, wird es für sie kein Morgenrot geben. Satan bereitet sich vor auf die letzte Auseinandersetzung. Und wir haben gestern einiges gesehen. Wir haben gesehen, es wird kein Zucker schlecken. Diese Auseinandersetzung, in die wir gehen, wird eine gewaltige sein und keiner von uns kann sich wirklich ausmalen, wie es sein wird. Und deswegen müssen wir, als diejenigen, die hierher gekommen sind, weil sie sagen, dass sie Jesus nachfolgen wollen, als diejenigen, die vorgeben, Christus zu glauben, müssen wir unsere Bibeln kennen. Ansonsten können wir Wahrheit von Irrtum nicht unterscheiden können. Die Frage, die wir heute stellen wollen, an dich, lieber Freund, liebe Freundin, an dich, lieber Gläubige oder lieber Suchende, kennst du deine Bibel gut genug? Stehst du auf dem Felsen des Wortes Gottes oder trägst du sie neben dir zum Gottesdienst und wieder nach Hause? Wir kommen in einen Konflikt, wo es entscheidend sein wird, dass ich nicht nur da gesessen habe und genickt habe und gesagt, ja, das klingt überzeugend, das klingt logisch. Wir kommen in eine Zeit, wo jeder Einzelne von uns, egal wie alt oder wie groß oder klein oder gebildet oder ungebildet, eine eigene Kenntnis haben muss von diesem Wort. In jener Auseinandersetzung, wo es nur noch Treue geben wird und diejenigen, die dem Mahlzeichen des Tieres folgen wird, wird jeder eine Wahl zu treffen haben. Und diese Wahl wird niemals im Kollektiv getroffen. Diese Wahl trifft jeder Einzelne für sich. Und was wir heute studieren wollen, ist die einzige Chance zu überstehen, ist das Wort Gottes zu kennen. Wenn die Frage gestellt wird, soll ich Gott gehorchen oder Menschen? Dann ist die Frage, bist du bereitet? Bist du vorbereitet, Gottes Gebote zu verteidigen? Als Jesus auf der Erde war, wusste auch er, dass es eine Krise kommen würde. Er wusste, dass sein Weg und der Weg seiner Jünger unweigerlich in eine Krise gehen würden. Er sah den Magna Conflictio voraus. Hat er sie gewarnt, ja oder nein? Hat er sich gewünscht, dass seine Jünger verstehen, was passieren wird? Jesus wusste, dass sich die Gläubigen mit dem Staat verbinden würden und dass Verfolgung einsetzen würde. Er wusste das. Und er wollte seine Jünger darauf vorbereiten. Hat er es ihnen gesagt, ja oder nein? Klar und deutlich. Und sie haben zugehört. Und es ging hier rein und dort raus. Und als die Krise kam, waren sie so unvorbereitet, als hätte niemals irgendjemand mit ihnen gesprochen. Könnte es sein, dass wir immer mal wieder Vorträge hören über die Endzeit und das uns gerne anhören und interessiert dabei sind, aber überhaupt nicht vorbereitet sind, weil die Worte, die wir hören, keinerlei Wirkung in unserem Herzen haben, überhaupt keine Veränderung in unserem Herzen auslösen, uns nicht zu tatsächlichen Schritten motivieren. Wir hören, Jesus kommt wieder. Wir hören eine andere Predigt. Ach schon, Jesus kommt wieder. Wir hören noch eine Predigt. Jesus kommt wieder. Aber wir tun dieselben Dinge. Und wenn dann plötzlich die Krise kommt, werden viele so unvorbereitet sein, obwohl sie viele Predigten darüber gehört haben.
Es reicht also nicht aus, einfach hier zu sitzen und einen Sprecher zu hören, der mir sagt, ah, da wird das passieren, da gibt es ein Sonntagsgesetz, ah, der Spiritismus wird in die Kirchen kommen und da werden die Kirchen zusammengehen und da wird es eine Zeit der Trübsal geben. Das reicht nicht aus, gehört zu haben. Die Jünger hatten gehört, dass eine Krise kommt, sie waren trotzdem nicht vorbereitet. In diesem Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, heißt es in einer unfassbar klaren Sprache, die Ereignisse, die mit dem Ende der Gnadenzeit und dem Vorbereitungswerk für die Zeit der Trübsal in Verbindung stehen, werden uns klar veranschaulicht. Mit anderen Worten, all das, was passieren wird im Zusammenhang mit dem Ende der Gnadenzeit, mit der Plagenzeit, mit der Trübsalzeit, mit den ganzen Endzeitereignissen, sagt sie in ihrem Buch, ist eindeutig und klar offenbart. Aber dann sagt sie, aber Tausende haben ein Verständnis für diese wichtigen Wahrheiten, als wären sie ihnen nie offenbart worden. Viele haben vielleicht Interesse daran und sagen, oh, das würde mich schon interessieren, was am Ende der Zeit passiert. Aber kaum einer versteht's. Ohne dich zu melden, weißt du konkret und im Detail, was auf uns zukommt, so Schritt für Schritt, die einzelnen Ereignisse, die letzten Phasen. Weißt du's? Wenn nicht, mach sicher, dass du heute Abend da bist. Heute Abend werden wir die gesamten Endzeitereignisse vom Ende der Gnadenzeit bis zum Ende der Sünde in all ihren Phasen besprechen. Solltet ihr es nicht verpassen. Tausende wissen nicht, was passieren wird. Satan wacht, um jeden Einfluss von ihnen, was? Abzulenken, der sie zur Seligkeit tauglich machen könnte. Dann wird die trübselige Zeit sie unvorbereitet finden. Satan weiß, es gibt ein Buch, das all das offenbart, was passieren wird. Und er möchte nicht, dass wir vorbereitet sind. Und er gibt uns alle möglichen Dinge, die wir tun können. Hobbys und Karriere und Geld und Besitz und Freunde. Nur, dass wir keine Zeit finden, uns vorzubereiten auf den Magna Conflictio. Gott hat eine Warnungsbotschaft gesandt. Wir haben darüber öfter schon gesprochen, diese Vortragsreihe. Die dreifache Engelsbotschaft. Weiß jemand noch, in welchem Kapitel sie steht? Offenbarung 14. Weiß jemand, welche Verse es sind? 6 bis 12. Wir haben auch schon darüber gesprochen, warum Gott diese Botschaft durch Engel symbolisiert hat. Weiß jemand noch warum? Es ist eine Botschaft, aber warum noch? Engel stehen für Reinheit, für Kraft, für Macht. Gott hat nicht einfach nur einen Text irgendwo platziert. Er hat es so symbolisiert, dass jeder Mensch den Eindruck bekommt, das ist eine wichtige Botschaft. Meine Frage heute Morgen ist folgende. Wenn du diese Worte der dritten Engelsbotschaft, der gegenwärtigen Wahrheit liest, könntest du aus dem Stegreif anderen Menschen diese Botschaft erklären. Wenn es hier heißt, ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn, auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Wenn jemand sich auf der Straße fragen würde und sagen würde, was ist die gegenwärtige Botschaft unserer Zeit, würdet ihr nicht auch sagen, ist die dritte Engelsbotschaft, die dreifache Engelsbotschaft? Wer von uns, ganz ehrlich, könnte mit seiner Bibel in der Hand erklären, was das Tier ist? Mit seiner Bibel in der Hand erklären, was das Bild ist. Mit seiner Bibel in der Hand erklären, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Liebe Freunde, wir sind nicht vorbereitet. Wir wissen, dass das die Botschaft ist. Wir kennen aber die Botschaft nicht. Wir haben die Botschaft gehört. Wir kennen sie nicht. Weil alles andere in der Welt wichtiger ist, als ein Studium der Prophezeiung, die aufs Ende weisen. Alles andere ist wichtiger. Alles andere hat Vorrang. Aber das, worum es unser ewiges Leben geht, wir kennen es nicht so, dass wir es anderen erklären können. Wir können Filme wiedergeben, die wir gesehen haben. Wir können Kochrezepte erklären. Wir können Computer installieren. Wir können alles Mögliche, was viel komplexer ist, als die paar Verse sich auswendig zu lernen, die diese Botschaften erklären. Wo in der Prioritätsliste in deinem Kopf steht diese Botschaft? Die Bibel sagt, es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Die allermeisten wollen diese Botschaft gar nicht mehr studieren. Sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, die nach denen ihnen die Ohren jucken. Hast du schon mal Ohrenjucken gehabt?
Die Bibel sagt, am Ende der Zeit werden die allermeisten, die vorgeben, Christus zu folgen, sie wollen eine bestimmte Botschaft hören. Etwas, was ihnen gefällt, was ihnen vielleicht Kraft für den Alltag gibt. Etwas, wo sie sich entspannen können. Etwas, wo sie, sich gut fühlen. Aber die Bibel sagt, das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft für diese Zeit ist eine ernste Entscheidungsbotschaft. Sie ist eine frohe Botschaft, das Evangelium, denn Jesus ist der Sieger. Aber dazu muss man diese Botschaft kennen. Kennst du die Bibel? In einer Zeit, in der die allermeisten christlichen Kirchen Dinge lehren, wonach die Ohren jucken, glaube ich, dass Gott ein Volk haben wird, das an der Bibel festhält. Warum? Weil Gott schon immer ein Volk hatte, das an der Bibel festgehalten hat. Wie hieß dieses Volk im 12. Jahrhundert? Meine Waldenser, die Albigenser. Wie hieß dieses Volk im 14. Jahrhundert? Das waren die Anhänger Wycliffs, die Lollarden. Wie hieß dieses Volk im 15. Jahrhundert? Es waren die Hussiten. Und im 16. Jahrhundert? Die Protestanten. Und später die Baptisten und die Methodisten. Gott hatte immer ein Volk, das an der Wahrheit, an der Bibel, an sola scriptura festgehalten hat. Mit allen Konsequenzen, auch wenn die Bibel Dinge offenbart, die mir nicht gefallen. Ich glaube, Gott wird am Ende der Zeit ein Volk des Buches haben. Ein Volk, das daran festhält, dass Jesus Christus die einzige Hoffnung, der einzige Name ist, der gegeben ist unter den Menschen, wodurch wir gerettet werden können. Die einzige Hoffnung für Sünder und dass dieses Volk, diese Bewegung Menschen zu Christus und seinem Kreuz führen wird. Ein Volk, das aufgrund der Bibel nicht nur an das Kreuz glaubt, sondern auch an den Mittlerdienst Jesu, das himmlische Heiligtum, wo Jesus jetzt immer noch für uns wirkt. Ein Volk, das an das Gericht glaubt. Und das Gericht nicht beiseite tut, weil es unpopulär ist, sondern mit Treue zum Wort ein Untersuchungsgericht vor der Bibel predigt. Ein Volk, das entgegen des Zeitgeistes an den 10 Geboten festhält. So wie es die Reformer getan haben in allen Jahrhunderten. Ein Volk, das an allen Geboten festhält. Nicht nur an 9, mit denen es keine Probleme gibt mit der Gesellschaft, sondern an allen 10. Ein Volk, das den Sabbat ehrt. Ein Volk, das den wahren Zustand der Toten aus der Bibel glaubt und nicht gemäß heidnischer Philosophie. Und deswegen eine Schutzwehr ist gegen den Spiritismus, der schon da ist und noch mehr kommen wird. Ein Volk, das, obwohl alle anderen Kirchen ihre Interpretation des Antichristen aufgegeben haben, festhalten an der Wahrheit des Rom der Antichristes. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass das heute altmodisch ist, nicht mehr dem ökumenischen Zeitgeist entsprechend. Rom hat sich doch verändert. Die allermeisten protestantischen Kirchen schauen auf das, was sie sehen und hören und ändern ihre Meinung. Es muss ein Volk geben, die nicht auf das achten, was sie sehen und hören, sondern auf das, was sie sehen und hören. Und deswegen festhalten an der alten Wahrheit. Ein Volk, das daran festhält, an dem Thema des großen Kampfes, das der Welt erklären kann, warum es Böses gibt. Und wir haben das alles ausführlich studiert. Und ein Volk, das die Dreifach-Engels-Botschaft kennt und predigt. Ich habe das Vorrecht, immer wieder mit Menschen zusammenzukommen. Oftmals besuchen mich manchmal auch Menschen, die dann sagen, sie gehören zu einer Kirche oder zu einer Gruppe von Menschen, die auf die Endzeit Menschen vorbereiten möchte. Ich hatte vor einiger Zeit das Vorrecht, mit Menschen mich zu treffen, die auf ihrem Namensschild sogar hier draufstehen hatten, dass sie einer Kirche zugehören, der Heiligen, der letzten Tage. Ja, vielleicht weiß jemand, welche Kirche das ist. Und sie haben mir gesagt, sie haben das Evangelium, das in der Endzeit wichtig ist. Ich habe gesagt, das ist ja wunderbar. Dann erklärt mir mal, was sagt ihr über Offenbarung 14? Offenbarung 14? Moment mal, ihr seid eine Endzeitkirche, wollt das Evangelium predigen. Die Offenbarung spricht von einem ewigen Evangelium in der Endzeit, Offenbarung 14. Sagt mir, was glaubt ihr darüber? Kennen wir nicht. Ja, das ist auch ein interessanter Text. Ich möchte dich, lieber Freund, liebe Freundin, herausfordern. Wenn du eine Kirche suchst, eine Bewegung, eine christliche Gruppierung, wen auch immer, dann ist es entscheidend, was sie glauben. Das ist wahr, nicht wahr? Aber an welcher Lehre soll ich das jetzt festmachen? An der Lehre vom Gesetz oder an der Lehre vom Sabbat oder an der Lehre von der Zustand der Toten oder von der Wiederkunft? Woran soll ich es festmachen? Hier ist ein ganz einfaches Mittel. Wäre es nicht sinnvoll, es wenigstens am Evangelium festzumachen? Ist nicht das Evangelium die einzige Botschaft? Wie oft kommt das Wort ewiges Evangelium in der Bibel vor? Einmal, Offenbarung 14. Die einzige Frage, die du stellen musst,
Was sagst du, liebe Kirche, über Offenbarung 14? Ist das deine Botschaft oder nicht? Denn wenn es nicht deine Hauptkernbotschaft ist, dann predigst du nicht das ewige Evangelium aus Offenbarung 14. Das für diese letzte Zeit die Botschaft ist. Gott wird ein Volk haben, das die Menschen auf die Wiederkunft vorbereitet. Und weil sie das zu ihrem Herzschlag gemacht haben, auf die Wiederkunft zu warten, hat dieses Volk sich einen Namen gegeben. Sie nennen sich Adventisten. Sie nennen sich siebenten Tags Adventisten, weil sie den Sabbat feiern, auf die Wiederkunft warten. Einige geschichtliche Daten dazu. Nachdem 1844 die große Enttäuschung kam, haben wir studiert, dass ungefähr 30.000 erstmal bei der Bewegung blieben, aber die allermeisten 1844 als prophetisches Datum aufgaben und lieber neue Daten setzten. Diese Gruppen sind später alle den Bach runtergegangen, mehr oder weniger. Nur 50 hielten fest an 1844, weil sie sagten, wir können die Prophetie nicht aufgeben, auch wenn wir nicht sehen, was sich erfüllt hat. Es steht ja da. Es hat einige Jahre gedauert, bis Dinge wie das Heiligtum, die Prophetie, der Sabbat, der Geist der Weissagung, alle diese Dinge verstanden worden sind, zusammenkamen und sich dann 1863 diese Bewegung als Endzeit-Reformationsbewegung gegründet hat. 1888 ist dann ein Buch erschienen mit dem Titel The Great Controversy. Weiß jemand, was das übersetzt heißt auf Lateinisch? Magna Conflictio. Es waren nur sehr, sehr wenige. Mit den 50.000 oder 100.000 am Anfang der Millerbewegung hätte man diese letzte Reformbewegung in wenigen Jahren, vielleicht wenigen Jahrzehnten in die Welt tragen können. Aber es waren nur 50 auch geblieben. So hat es lange gedauert. Lange gedauert, bis sich das ausgebreitet hat. Es war ungefähr um 1890 herum, dass hier in dieser Gegend die ersten Missionare kamen. Weiß jemand, wo der erste Adventist getauft worden ist? Hier in Baden und Württemberg. Weiß jemand wo? In einem Fluss. Neckar, und zwar hier in Cannstatt. Vor genau 120 Jahren. 1893 hier in Cannstatt. 1894 wurde in Cannstatt die erste siebentagsadventistische Gemeinde in Baden und Württemberg gegründet. Nächstes Jahr haben wir 120-jähriges Jubiläum. Wir sind Pioniere. Und in dieser Zeit ist aus den 50 eine Bewegung geworden, die angewachsen ist. Langsam, aber stetig. Und der Wirkung des Heiligen Geistes gewachsen ist. Und Kontinente wie Afrika und Südamerika immer weiter erobert hat. Und gewachsen ist und gewachsen ist und steil ansteigt und wächst. Und in letzter Zeit ein bisschen schneller wächst. Es gibt keine andere Kirche neben der römischen Kirche, die in so einem rasanten Tempo um die Welt wächst, die Siebentags-Adventisten. Keine andere. Und es gibt auch nur zwei Kirchen, das muss ich ganz deutlich sagen, die ganz entschieden auf einer der beiden Seiten stehen. Die römische Kirche steht ganz entschieden auf ihren Prinzipien. Da gibt es viele andere Kirchen, die sind zum Teil mit der Bibel und zum Teil mit römischen Prinzipien. Da gibt es eine Kirche, die steht heute auf Sola Scriptura. Leute fragen mich, glaubst du, dass alle Siebentagsadventisten, dass man Siebentagsadventist, nur dass Siebentagsadventisten gerettet werden? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass am Ende alle Geretteten Siebentagsadventisten geworden sind. Ich glaube nicht, dass alle Israeliten damals im Alten Testament gerettet worden sind. Aber ich glaube, dass alle, die Gott kennenlernen wollten, am Ende Israeliten geworden sind. Das ist der Unterschied. Der alte Joe Cruz, der Gründer von Amazing Facts, wenn er gefragt worden ist, in welcher Kirche gehörst du an? Da hat er nicht gesagt, übrigens, naja, also, wir sind so eine kleine Kirche. Er hat gesagt, er hat sich an den Gürtel gefasst. Also ein Dicker. Er war nicht dicker, groß. Ich möchte wirklich nicht angeben, aber ich bin Siebentagsadventist. Ich gehöre der letzten Reformationsbewegung an, die auf Sola Scriptura steht und die ganze Wahrheit predigt. Denn wir können es uns nicht leisten, auf Menschen oder Tradition oder Konzilien oder Kirchenväter oder sonst welchen guten Predigern uns zu verlassen. Sie schreibt Folgendes, und ein ganz berühmtes Zitat, ich liebe es über alles. Sie sagt, die Meinung gelehrter Männer, die Ergebnisse der Wissenschaft, die Glaubenssätze und Beschlüsse von Kirchenversammlungen, zahlreich und uneins wie die Kirchen, die sie vertreten, die Stimme der Mehrheit, jetzt Achtung, weder das eine allein,
noch sie alle zusammen können als Beweis für oder gegen irgendeinen religiösen Glaubenspunkt betrachtet werden. Mit anderen Worten, ich studiere etwas in der Bibel, aber die Wissenschaft sagt was anderes. Egal. Oder ich studiere etwas in der Bibel und gelehrte Männer sagen was anderes. Egal. Oder Kirchenbeschlüsse sagen was anderes. Glaubenssätze. Egal. Ob einzeln oder zusammengenommen, all diese Dinge können nichts beweisen und nichts widerlegen. Es ist sola scriptura. Ehe wir irgendeine Lehre oder Vorschrift annehmen, sollten wir ein deutliches "So spricht der Herr" als Beweis dafür verlangen. Meine Frage ist, für das, was du glaubst, lieber Freund, liebe Freundin, für das, was du in Anspruch nimmst, kannst du sagen, so spricht der Herr? Kannst du für diese Lehre sagen, so spricht der Herr? Das ist die biblische Lehre. Ich habe es gründlichst studiert. Oder sagst du nur, so hat es mir damals mein Pastor beigebracht. So sind meine Eltern mit mir verfahren, das haben sie mir beigebracht. Weißt du, ob das, was du glaubst, sola scriptura ist? Jesus, wenn er gepredigt hat, war ein beliebter Redner, nicht wahr? Leute haben ihn gern angehört. Und vor allem waren es die einfachen Leute, die Normalsterblichen. Es gab eine Gruppe, die hat ihn nicht so gern angehört. Das waren die, die besonders klug waren. Besonders klug in theologischen Dingen. Die Kirchenväter studiert hatten. Aber ihr Einfluss hat dazu geführt, dass viele, die normalerweise vielleicht sogar gerne zugehört hätten, am Ende ihn doch abgelehnt haben und gerufen haben, Kreuze gehen. Ich glaube, wenn es weniger Irrlehrer gäbe und weniger Irrlehren, würden viel mehr Menschen sich der Wahrheit der Bibel anschließen. Rom hat es zum Prinzip gemacht, dass sie allein die Bibel auslegen. Wenn man heute, genauso wie im Mittelalter, als römischer Christ etwas entdeckt in der Bibel, hat man kein Recht, es als Wahrheit zu verkündigen. Jede Auslegung muss von der Kirche genehmigt werden. Und dieses Prinzip ist ein Prinzip, das in Rom sehr deutlich vertreten wird. Das hat man damals auf dem Konzil von Trient festgelegt. Man hat die Bibeln festgelegt, die es geben darf, andere waren verboten. Und gesagt, die Kirche interpretiert. Aber lieber Freund, liebe Freundin, wenn es um das ewige Leben geht, wenn es um dein Seelenheil geht, wenn es um die Wahrheit geht, kannst du es nicht erlauben, dass irgendjemand für dich die Bibel interpretiert. Du musst es selbst wissen. Du kannst es dir auch nicht erlauben, dass irgendein Pastor, vielleicht sogar aus deiner eigenen Kirche, die Bibel für dich interpretiert und du treu dumm hinterherläufst. Selbst wenn er die Wahrheit sagt, ist das nicht ausreichend. Denn wenn die Krise kommt, ist vielleicht dein Pastor nicht mehr da. Das Gleiche finden wir in vielen, vielen protestantischen Kirchen. Prediger predigen alles Mögliche, um große Gemeinden zu haben, damit die Leute nicht weggehen. Und aus welchen Motiven auch immer sein mögen. Darf ich eine Frage stellen? Sind Prediger unfehlbar? Ganz sicher? Machen Sprecher und Vortragsredner Fehler? Mache ich Fehler? Sicher? Darf ich eine Frage stellen? Wer von uns ist bisher nach einem Vortrag nach Hause gegangen und hat die Bibel aufgeschlagen und gesagt, ist das wirklich so? Amen. Preis den Herrn. Als Paulus gepredigt hat in Beröa, und Paulus, der konnte besser predigen als ich, da bin ich ganz sicher. Paulus war sogar inspiriert, der war ein Prophet. Die Leute haben gesagt, das ist ja interessant, was er predigt, mal sehen, ob es stimmt. Haben sie das Alte Testament aufgeschlagen, das Neue war ja noch gar nicht vorhanden. Und haben Paulus predigt. Ich meine, das würde mal eine interessante Aufgabe sein, nicht wahr? Die Paulusbriefe daran zu testen, ob im Alten Testament, nicht wahr? Lies mal den Römerbrief und dann nimm das Alte Testament und seh mal, ob das Alte Testament den Römerbrief beweist. Mach mal, ist gar nicht so einfach. Das haben die Beröaner gemacht, das waren keine Leute, die jahrzehntelang im Glauben waren. Das waren Leute, die relativ frisch zum Glauben gekommen waren. Die haben mit dem Alten Testament, mit Obadja und Zacharja angeschaut, ob der Paulus recht hat. Wir haben immer ein Problem, den Paulus überhaupt zu verstehen, was er sagt, nicht wahr? Kein Redner, egal aus welcher Kirche, auch wenn er Siebentagsadventist ist, sollte jemals als Autorität angesehen werden. Niemals. Sondern wir selbst sollten die Wahrheit kennen. Und Siebentagsadventisten in ihrer besten Verfassung sind eine Gruppe von Menschen, die sagen, ich glaube das hier. Und ich bin hier, weil die anderen auch genau das sagen. Nicht, weil es da irgendwie
eine Satzung gibt und das und jenes und wir haben jetzt einfach mal die Überzeugung, sondern wir sind hier, weil wir der Bibel folgen. Und weil wir der Bibel folgen wollen, sind wir hier und wir alle studieren sie selbst für uns. Die Bibel sagt, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Manchmal haben wir den Eindruck, dass vielleicht, meine persönliche Meinung doch gar nicht so verkehrt sein kann. Und es kann sein, dass viele Christen durchaus an ihren Irrlehren aufrichtig festhalten. Ich glaube, die allerwenigsten Menschen glauben bewusst Irrtum, oder? Die allerwenigsten Menschen glauben den Irrtum und wissen, dass es Irrtum ist. Die meisten Menschen sind aufrichtig. Aber hier ist das Prinzip. Wenn ich wandern gehe, und ich gehe sehr gern wandern seit einiger Zeit, stellen Sie sich vor, Sie gehen wandern irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Und der Schwäbische Albverein hat dankenswerterweise viel Mühe und Zeit investiert, überall solche Hinweisschilder zu machen. Ja, da geht es da lang und da lang. Stellen Sie sich vor, Sie gehen wandern und dort an dieser Wegkreuzung sehen Sie einen Mann, der ganz verwirrt ist, in den Weg geht und dann wieder den Weg, auf seine Karte schaut. Und dann, wenn Sie kommen, Sie ganz fragt, können Sie mir sagen, wo geht's denn hier nach Gönningen? Was würden Sie sagen? Schau doch aufs Schild, da steht's doch, oder? Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter und versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was hat Jesus gesagt? Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Tausende Menschen rennen in die falsche Richtung, aufrichtig, aber sie haben die Bibel in der Hand und haben nicht gelesen. Es stimmt. Gott hält mich nur für das verantwortlich, was ich weiß. Wenn ein Indianer im 4. Jahrhundert in Amerika Christus nicht kennenlernen konnte, weil es keine Bibel gab, wird Gott einen Weg finden, wenn er aufrichtig war, wenn er das Gesetz im Herzen hatte, ihn wiederherzustellen. Aber heutzutage in Deutschland ist es relativ schwierig nachzuweisen vor dem himmlischen Gericht, dass ich keine Chance hatte, die Wahrheit kennenzulernen. Es ist relativ schwierig. Egal, was unser Zustand ist, ob wir uns mit Computer ausgehen. Es gibt Bücher, es gibt Computer, es gibt für Menschen, die vielleicht nicht lesen können, für Menschen, die nicht hören können, es gibt alles möglich. Jeder von uns kann die Wahrheit kennen. Wenn es da kein Hinweisschild gab, dann wäre man zu entschuldigen, wenn man in die falsche Richtung geht. Aber wenn es ein Hinweisschild gibt, da kann ich noch so aufrichtig, voll Überzeugung in die andere Richtung gehen, weil ich mich erinnere, dass doch immer wir in die andere Richtung gegangen sind. Wenn die Bibel was anderes sagt, muss ich mich der Bibel unterwerfen und nicht meiner Meinung. Kennst du deine Bibel gut genug? Unser ewiges Leben steht auf dem Spiel. Wenn du wüsstest, wenn du wirklich fühlen würdest, dass dein ewiges Leben davon abhängt, wie gut du die Bibel kennst, was würde das ändern in deinem Leben? Wir haben gesehen, man kann Menschen nicht vertrauen. Sie sagt es folgendermaßen, der Mensch, besitzt eine Karte, die alle Wegweiser auf der Reise zum Himmel enthält. Daher muss er nirgends Mutmaßung anstellen. An keiner Stelle im Erlösungsplan, an keiner Stelle unseres Lebens müssen wir sagen, oh, ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Schauen wir mal. So gut ist die Bibel. Eine Karte für jede Wegbiegung. Kennst du sie? Kennst du deine Karte? Hast du sie selbst studiert? Darf ich fragen, was ist, nicht antworten, aber einfach mal so zum Nachdenken. Was ist das biblische Thema, das du gerade tiefgründig in der Bibel studierst? Ich rede nicht davon, dass du morgens vielleicht einen Psalm liest. Was ist das Thema, mit dem du gerade kämpfst? Ist das Heiligtum? Oder versuchst du gerade Prophetie zu verstehen? Versuchst du gerade vielleicht das Leben Jesu genau an die Lupe zu... Gibt es ein Thema, was du gerade studierst? Wenn wir das tun, dann wird Licht auf unser Leben scheinen. Und wir werden zum Licht der Welt werden, denn genau das braucht es in der letzten Auseinandersetzung. Wenn wir die Bibel studieren, dann müssen wir uns Gedanken machen. Wir müssen überlegen. Wir müssen die Gedanken abwägen, die dort aufgeschrieben sind. Das darf nicht passieren. Was auch immer es ist. Wir schneiden es raus. In Markus 12, Vers 24 heißt es, da sprach Jesus zu ihnen, ist's nicht so. Ihr irrt,
weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Weiß jemand, zu wem Jesus das gesagt hat? Zu wem hat Jesus hier gesprochen? Zu ungläubigen Ignoranten der Bibel? Er sagt doch, ihr kennt die Schrift nicht, oder? Zu wem? Zu wem? Ich weiß nicht richtig. Zu den Pharisäern. Weiß jemand, ob die Pharisäer die Bibel kannten? Auswendig. Warum sagt Jesus zu Menschen, die Bibel auswendig kennen, du kennst die Bibel nicht? Was würde Jesus zu uns sagen, die wir auch viele Bibeltexte mal auswendig gelernt haben? Kennst du die Kraft der Bibel? Kennst du, was dort wirklich steht? Weißt du, was dieses Wort sagt? Oder kennst du es nur vom Hörensagen? Wenn wir die Bibel studieren, dann gibt es ein wichtiges Prinzip. Weiß jemand, wie Reformatoren die Bibel studiert haben? Wie haben Reformatoren die Bibel studiert? Oh, mit der Konkordanz, ja. Von Anfang? So, wie es dort steht. So, wie es dort steht. Buchstäblich. Es sei denn, es gibt offensichtlich ein Symbol, nicht wahr? Ein Drache, der aus dem Wasser steigt. Oder ein Leopard mit vier Köpfen, ist wahrscheinlich symbolisch gemeint. Aber die Bibel, so wie sie steht, und ganz ehrlich, die Bibel ist einfacher, als wir glauben. Wenn wir sie einfach nur mal buchstäblich und wörtlich nehmen würden, statt herum zu philosophieren. Es heißt in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wenn wir es wollen, das ist der entscheidende Punkt. Nicht nur als Pflicht. Und ja, die Bibel enthält gewaltige, gewaltige Dinge. Und ich glaube, wir sollten in unserem Bibelstudium auch mal etwas weiter hinaus uns strecken. Nicht einfach nur uns begnügen mit, ah ja, Psalm 19, Psalm 23, Johannes 3. Wann hast du das letzte Mal wirklich versucht, etwas zu verstehen, was du bis dato nicht verstanden hast? Einen Gedanken tiefer zu bohren aus der Schrift, etwas herauszuholen von der großen Tiefe der Weisheit Gottes. Nicht nur etwas nachzuvollziehen, was dir ein anderer gesagt hat, sondern wirklich mal weiterzukommen. Wann hast du das letzte Mal versucht? Aber gleichzeitig nicht vergessen, wenn wir jemals Gott verstehen können, so ganz. Wenn wir zur Bibel kommen, dann müssen wir glauben wie ein Kind. Und das ist das Geheimnis. Alles verstehen wollen, so weit wie nur möglich, es einem Menschen möglich ist, und wirklich sich Zeit nehmen. Aber gleichzeitig wissen, dass wenn er uns nicht unterrichtet, wenn er uns nicht einfach sagt, was es ist, wir keine Chance haben. Wie ein Kind. Glauben. Nicht mit wissenschaftlichen Methoden. Und ich möchte das ganz deutlich sagen. Es gibt heute Leute, die sagen, man kann die Bibel nicht verstehen, wenn man nicht Griechisch und Hebräisch gelernt hat. Heute ist das ja so eine Mode unter Theologen, den normalen Laien das Gefühl zu geben, na, ich kann eigentlich die Ursprache nicht, wahrscheinlich komme ich nicht wirklich an die Bedeutung. Das ist Unsinn. Ich glaube nicht, dass es verkehrt ist, Griechisch und Hebräisch zu können. Ganz und gar nicht. Aber wenn es notwendig wäre, Griechisch und Hebräisch zu können, oder wenn es notwendig wäre, alle geschichtlichen Hintergründe der Bibel zu kennen, oder wenn es notwendig wäre, all die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu wissen, dann würde Gott sie uns geben. Hat er nicht. Also brauchen wir es nicht. Notwendigerweise. Nicht schlimm, wenn man es hat. Gut sogar. Man kann mehr verstehen, man kann vielleicht tiefer hineintauchen. Aber zum ewigen Leben brauche ich dieses Buch alleine. Aber ich muss es kennen. Ich muss wissen, was wo steht, wie es miteinander verknüpft ist. Und das ist schon tiefer als das meiste, was die Wissenschaft uns bietet. Und wir müssen beten. Wie lange betest du vom Bibelstudium? Betest du auch nach dem Bibelstudium? Betest du vielleicht während des... Wann war das letzte Mal, dass du einen Bibelvers gelesen hast, studiert hast, plötzlich ist ein Gedanke gekommen und du hast dich niedergekniet sofort und gesagt, Herr, das, was dort steht, diese Verheißung, die will ich erleben. So, wie es dort steht. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Das heißt, hier mancher Teil der Heiligen Schrift, den gelehrte Männer als ein Geheimnis hinstellen. Oh, zu schwer. Oder als unwichtig übergehen. Völlig nebensächlich. Ist nicht die Mitte der Schrift. Ist voller Trost und Unterweisung für den, der in der Schule Christi gelehrt worden ist. Ein Grund dafür, dass viele Theologen kein klares Verständnis des Wortes Gottes haben, ist, dass sie vor den Wahrheiten, die sie nicht ausleben wollen, ihre Augen verschließen. Gibt es eine Wahrheit in deinem Leben, die du nicht ausleben möchtest? Vergiss es, dass du die Bibel besser verstehen kannst. Ein Verständnis der Bibelwahrheiten hängt nicht so sehr von der was? Von der Stärke des Urteilsvermögens ab, als von der Zielstrebigkeit seines Bemühens. Es geht also nicht darum, wie viel IQ hast du? Gibt es jemanden, der einen IQ von über 200 hat?
heute hier? Haben wir alle eine IQ von mindestens 10? Vollkommen egal, wie unser IQ ist. Wenn wir wollen, wenn wir zielstrebig sind, ob wir wenig wissen, ob wir viel wissen, ob wir eine 6 in Mathe hatten oder eine 1, spielt keine Rolle. Bitte glaube nicht, dass Leute, die intelligenter sind als du, die Bibel besser verstehen können. Meistens ist das Gegenteil der Fall. Die Pharisäer waren weitaus intelligenter und weitaus gebildeter und weitaus rhetorisch begabter als diese stinkenden Fischer von Nazareth und vom See Genezareth. Aber sie haben die Bibel nicht verstanden. Lass dir nicht einreden, dass du zu dumm bist. Lass dir nicht einreden, dass du nicht fähig genug bist, die Bibel zu verstehen. Du kannst sie verstehen, aber du musst es wollen. Und dann wird der Heilige Geist unsere Herzen berühren. Engel werden unser Bibelstudium begleiten. Hast du schon mal das Gefühl gehabt beim Bibelstudium, dass ein Engel hinter dir steht und dir zeigt, wo die Bibelstellen sind? Kannst du beten beim Bibelstudium? Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Manchmal lesen wir einfach nur und naja. Es gibt zwei Dinge, die es in der Bibel gibt. Alle Dinge in der Bibel fallen in zwei Kategorien. Die leicht verständlichen und die schwer verständlichen. Ja? Es gibt leichte Dinge und es gibt schwere Dinge. Wenn ich ohne Gebet lese, was denke ich über die leicht verständlichen Dinge? Langweilig, nicht wahr? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ah, kenne ich schon. Oder Geschlechtsregister, einfach zu verstehen, man braucht keinen IQ dafür. Langweilig. Und dann gibt es die schwer verständlichen Dinge. Ohne Gebet, zu schwer, verstehe ich nicht. Aber mit dem Heiligen Geist lese ich die einfachen Dinge, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und sehe, wow, so viel dahinter. Wer hätte gedacht, dass in diesem einen Vers schon die ganze Bibel enthalten ist? Wer hätte gedacht, dass im Geschlechtsregister schon das ganze Evangelium enthalten ist? Und mit dem Heiligen Geist kann ich sogar die schweren Dinge verstehen. Der Heilige Geist macht den Unterschied, wenn die Augen mir geöffnet werden. Könnte es sein, dass so oft wir in der Versuchung sitzen und vom Satan übermannt werden, nicht weil wir zu schwach sind per se, sondern weil wir es versäumt haben, die Bibel in unser Herz zu lassen, damit wir in der Versuchung sagen könnten, es steht geschrieben. Ich weiß aus meinem Leben, wenn ich gefallen bin und ich zurückschaue, habe ich vergessen, danach zu machen. Vergessen, die Bibel zu studieren. Keine Kraft da. Jesus sagt, der Beistand, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles, was ist das nächste Wort? Erinnern, was ich euch gesagt habe. Wer wurde schon mal erinnert? Okay. Was bedeutet, dass man erinnert wird? Genau. Wenn meine Frau mich erinnert, etwas zu tun, dann hat sie es in aller Regel schon vorher mal gesagt, oder? Der Heilige Geist erinnert uns an Dinge, die er uns vorher schon mal gesagt hat. Wenn er nie zu uns sprechen konnte, weil wir keine Zeit hatten, so beschäftigt, wie wir waren mit unserer Freizeit, kann er uns auch nicht erinnern. Die Bibel sagt, Psalm 119, Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Bewahrst du sein Wort in deinem Herzen, in deinen Gedanken? Viele sind durch Wissenschaft dazu gebracht worden, sogenannte Wissenschaft dazu gebracht worden, die Bibel nicht mehr zu glauben. Andere brauchen keine Wissenschaft. Sie lachen und spotten über die Bibel. So hat Satan für alle verschiedenen Gesellschaftsschichten seine Verführung. Für die vielleicht nicht so der Intelligenz oder der Intellektualität zuneigen, für die hat er Spott und Witze und Sarkasmus über die Bibel. Für die besonders intelligent sind, hat er Philosophie und Wissenschaft. Aber wenn wir den Sohn Gottes mit Füßen treten und den Geist der Gnade schmähen, wie wollen wir es jemals das ewige Leben schaffen? Sie sagt, wir leben in dem ernstesten Abschnitt der Geschichte dieser Welt. Gab es schon mal in früheren Zeiten ernste Abschnitte? Aber in der Zeit, in der wir leben, sagt sie, ist der ernsteste. Das Schicksal der auf der Welt geschäftig dahin treibenden Menschenmassen steht im Begriff, entschieden zu werden. Unser eigenes zukünftiges Wohl und auch das Heil anderer Seelen hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen. Es gibt mehrere Wege. Und welcher Weg zeigt uns, was zeigt uns den Weg? Was ist die Karte, die uns den richtigen Weg weist? Die Bibel. Aber wenn wir die Bibel nicht kennen, laufen wir auf den falschen Weg. Wir bedürfen der Leitung des Geistes der Wahrheit. Jeder Nachfolger Christi muss ernstlich fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Lieber Freund, liebe Freundin, ich möchte diese Frage ganz, ganz persönlich machen. Fragst du Jesus, Herr, was soll ich jetzt tun? Es nützt nichts, wenn du hergekommen bist und wieder nach Hause gehst und sagst, oh, war schon eine interessante Predigt. Das nützt nichts. Du musst fragen, Herr, was soll ich tun? Was wird Jesus sagen? Was liest du?
Wie steht geschrieben? Wir müssen uns vor dem Herrn demütigen, mit Fasten und Beten und wie viel? Viel über sein, nicht nur, sondern viel über sein Wort. Besonders über die Gerichtsszenen nachdenken. Warum? Weil wir in der Zeit des Gerichts sind. Es nützt nichts, wenn wir nur die Bibel lesen und nur über das Kreuz nachdenken oder nur über Josef in Ägypten oder all diese schönen Geschichten. Wir müssen über die Gerichtsszenen nachdenken. Wann hast du das letzte Mal das Untersuchungsgericht in der Bibel studiert, für dich persönlich? Das ist, worum es geht. Es gilt jetzt, nach einer tiefen und lebendigen Erfahrung in den göttlichen Dingen zu suchen. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Hast du einen Augenblick zu verlieren? Rings um uns her geschehen Ereignisse von höchster Wichtigkeit. Wir befinden uns auf Satans bestrickenden Boden. Das Wort, das sie im Englischen benutzt, ist Enchanted Ground. Und Enchanted Ground ist ein bestimmtes Wort im Englischen, was damals sehr bekannt war, aus dem Buch Pilgrim's Progress von Bunyan. Da ist die Geschichte von einem Christen, eine Allegorie, wie ein Christ auf dem Weg zum ewigen Leben ist. Von der Sünde zum ewigen Leben. Da gibt es zum Beispiel Doubting Castle, das Schloss des Zweifels. Und da gibt es so all die verschiedenen Erfahrungen, die ein Christ macht, werden da so allegorisch beschrieben in einer Geschichte. Und dann gibt es gegen Ende den Enchanting Ground. Das ist eine Ebene. Und wenn man auf dieser Ebene ist, muss man sich fortbewegen. In dem Moment, wo man still stehen bleibt, schläft man ein und wacht nie wieder auf. Das ist der Enchanted Ground. Und ich sage, wir sind auf Satans bestrickenem Boden. Wenn wir stehen bleiben und einfach uns mal hinlegen, schlafen wir ein und stehen nie wieder auf. Schlaf nicht, Wächter Gottes. Der Feind lauert in der Nähe, stets bereit, euch anzufallen und euch zu seiner Beute zu machen, falls ihr matt und schläfrig werdet. Lieber Freund, liebe Freundin, du bist in einem großen Kampf. Und es ist nicht zu spät, aufzuwachen. Manchmal freuen wir uns, dass wir keine großen Sünder sind. Dass wir nicht so sind wie die Welt. Was nützt ein grüner Baum ohne Frucht? Sei nicht damit zufrieden, dass du vielleicht keine Sünden getan hast. Gott möchte, dass du Gutes tust. Sagt nicht die Bibel ganz deutlich, dass wir gute Taten haben sollten, einen guten Charakter? Wie viele Früchte zeigt dein Leben? Noch ist Zeit, umzukehren. Noch ist Zeit, zu sagen, Herr, was soll ich tun? Noch ist Zeit, zu sagen, ich möchte auf dieser Reformationsbewegung ein aktives Mitglied sein. Noch ist Jesus im himmlischen Heiligtum. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Lieber Freund, liebe Freundin, bitte wach auf. Wach auf. Steht nun auf, steht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus. Wer wünschte sich, dass er auch 25 Stunden oder 48 Stunden am Tag hätte? So wie ich. Es sind leider noch 24. Wir müssen schlafen, wir müssen essen, wir haben vielleicht unsere Arbeit. Die Zeit, die wir haben überhaupt für Gott, ist relativ bemessen. Ist das nicht wahr? Kauf die Zeit aus. Wisst ihr, im Sommer sehen alle Bäume grün aus. Aber wenn der Winter kommt, dann sieht man, wer wirklich immer grün ist. Und wer nicht beständig ist. Es wird die Krise sein. Die letzte Auseinandersetzung, die zeigt, welcher Baum grün ist und welcher nicht. Die Bibel sagt, das ist meine Lieblingsverse, ihr kennt ihn wahrscheinlich, ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Im Psalm 119, Vers 104 heißt es, von deinen Befehlen werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Und dann heißt es hier, wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Glücklich ist der Mensch, der das findet. Denn er wird sein wie ein was? Wie ein? Ich höre euch nicht, wie ein? Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Sie bleiben grün. Bist du am Wasser des ewigen Lebens gewurzelt? Hast du deine Wurzeln deines Denkens, die Wurzeln deiner Identität in der Bibel drinne, dann wirst du grün bleiben. Auch in einem dürren Land, ja, braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ist nicht schön? Du brauchst dir keine Angst vor der Krise zu machen, wenn du das Buch zur Grundlage hast. Warum ist es so wichtig, das Buch zu kennen?
Warum ist es so wichtig, zum Volk des Buches zu gehören? Weil in der letzten Auseinandersetzung es eine letzte Warnung geben wird. Eine allerletzte Warnung, die wollen wir kurz noch anschauen. Wir haben darüber gesprochen mit der dritten Engelsbotschaft. Wir haben gesehen, wie die erste, zweite, dritte Engelsbotschaft eine Welt vorbereiten soll auf die Wiederkunft. Aber die Offenbarung sagt, es gibt noch einen vierten Engel. In Offenbarung 18, Vers 1 heißt es, danach sah ich einen, was, einen? Anderen Engel, Handy, der fahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Jetzt schauen wir, was er sagt. Er sagt, und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, wer? Babylon die Große. Moment mal, ist es eine neue Botschaft? Keine neue Botschaft. Haben wir schon gehabt. In der zweiten Engelsbotschaft. Aber es heißt hier jetzt, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr. Aus wem? Aus Babylon? Mein Volk. Es kommt die Zeit, wo in einem globalen Ausmaß Gottes Volk, alle, die Gott treu sein wollen, herausgerufen werden aus allen Kirchen, aus allen Denominationen, zu diesem Volk des Buches. Mit keiner neuen Botschaft, mit einer kräftigen Botschaft, die schon vorher verkündigt worden ist. Babylon fällt seit 1844, haben wir studiert. Wir haben gesehen, wie damals schon christliche Kirchen angefangen haben, sich von Gottes Wort wissentlich zu entfernen. Und seitdem werden sie Babylon genannt. Offenbarung 14, Vers 8 hat gesprochen von diesem Glutwein der Unzucht, der alle Völker getränkt hat. Aber wir haben damals schon gesagt, es ist eine Entwicklung. Babylon fällt nicht automatisch. Babylon fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. Und Offenbarung 18 beschreibt den Zeitpunkt, wo Babylon vollkommen, endgültig gefallen sein wird. Und dann braucht es Menschen, die in der Lage sind, zu sagen, hier ist die Wahrheit. Dann braucht es Reformatoren, die stehen und sagen, hier ist das Buch, Sola Scriptura, das ist, was wir glauben. Man hat das Gesetz Gottes übertreten. Der Spiritismus hat die Kirchen völlig verderbt. Und die Bibel sagt, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Und Gott denkt an ihren Frevel. Und so ruft dieser vierte Engel. Er ruft, kommt heraus, mein Volk. Und weiß jemand noch, wer die ersten drei Engel verkündigt? Also wofür stehen die drei Engel? Für Menschen. Wofür wird wohl der vierte Engel stehen? Auch für Menschen. Es wird unsere Aufgabe sein. Deine Aufgabe, lieber Freund und liebe Freundin, wenn du Reformator sein willst. Hast du darüber nachgedacht, dass es deine Aufgabe sein wird? Menschen aus anderen Kirchen und Denominationen herauszurufen? Deine Aufgabe? Die Krise kommt. In Offenbarung 13, 16 lesen wir von dem Mahlzeichen, das gegeben wird an die rechte Hand oder das Stirn. Wir haben gesehen, das Mahlzeichen wird ein Sonntagsgesetz sein, das zunächst in den USA erlassen wird und dann weltweit sich ausbreitet. Und wenn das kommt, geht das letzte Drama los. Das werden wir jetzt ein bisschen besprechen. Wenn dieses Drama kommen wird, wenn das Sonntags jetzt kommt, wird plötzlich sich etwas entfalten, nämlich die Gerechtigkeit und der Irrtum in immer deutlicherem Maße. Und in jener Zeit braucht es Menschen, die dann für die Wahrheit einstehen wie nie zuvor. Denn dieses Sonntagsgesetz wird nicht einfach nur ein Sonntagsgesetz sein. Wir haben gestern gesehen, wie das Stück für Stück sich aufbauen wird. Wir haben auch gesehen, es wird nicht nur ein Befehl geben, am Sonntag zur Kirche zu gehen. Es wird auch Strafen geben für die, die das nicht tun. Man wird Geld fordern, man wird vielleicht später mit Gefängnis drohen. Und in jener Zeit, wenn plötzlich meine Glaubensüberzeugung gegen die Gesetze meines eigenen Landes sein werden, dann zeigt sich, wie verwurzelt ich in der Bibel war. Wenn weltweit dieses Sonntagsgesetz kommen wird, dann geht das los, was wir die Endzeit nennen würden. Der Sabbat wird zum Thema gemacht werden und jeder muss sich entscheiden, auf welcher Seite er stehen wird. Was würdest du tun, ganz ehrlich, wenn heute Abend in den Nachrichten stehen würde, schon, dass es ab morgen illegal ist, am Samstag zur Gemeinde zu kommen? Dass du dafür vielleicht 10.000 Euro Bußgeld zahlen müsstest. Würdest du nächsten Samstag noch kommen? Mit deinem Haus? Mit deinem Auto? Mit all dem, was du hast? Mit deinen Kindern? Von dem Gefängnis habe ich noch gar nicht gehört. Immer 10.000 Euro Strafgeld. Würdest du kommen? So einfach zu sagen, ja, ich stehe treu für den Herrn, komme, was da wolle. Als die Jünger plötzlich in der Krise waren, der Petrus hat gesagt, und wenn sie dich alle verlassen, ich werde stehen. Am Kohlenfeuer, als er sah, was mit denen gemacht wird, nicht wahr, mit dem Jesus. Ich kenne ihn nicht, nee, Irrtum. Also ich war da vielleicht nur als Gast.
Glaube nicht, dass du vorbereitet bist. Vorbereite dich. In Offenbarung 14 heißt es, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, das Malzeichen, auf seine Stirn, auf seine Hand annimmt, so nimmt er auch von dem Blutwein Gottes. Das ist, wir haben eine interessante Wahl, nicht wahr? Wir können entweder für Gott sein und mit großer Trübsal rechnen, oder wir können für Satan sein und noch größerer Trübsal rechnen. Denn dieser Kelch Gottes wird unvermischt sein. Heute Abend werden wir mehr darüber sprechen. Ohne Gnade. So wird der Engel rufen. Was passieren wird? Es wird Menschen geben. Das sagt die Bibel voraus. Es wird Menschen geben, ob du dabei bist oder nicht. Das ist deine Wahl. Es wird Menschen geben, die dann in jener Zeit das Verlangen spüren. Ich muss die Wahrheit sagen. Ich muss die Menschen warnen. Das ist vielleicht nicht das, was ich selbst gerne wollte, aber es muss ja irgendjemand muss es ja machen. Und sie werden dafür einstehen. Sie werden den Sabbat ehren, das Siegel Gottes empfangen, gegründet sein in der Wahrheit, intellektuell und emotional. Und während die Sonntagsbewegung ihr Ziel entgegengeht, werden sie etwas erleben, was alle Reformatoren erlebt haben. Hat Wycliffe vorgehabt, ein Reformator zu werden? Er wollte ein gutes Leben leben. Und als die Krisen kamen, musste er notgedrungen dafür einstehen. Wollte Jan Hus Reformator werden? Er wollte vielleicht durch ein eigenes gutes Leben zeigen, wie man der Wahrheit Folge leisten kann. Er wollte nicht dort stehen in Konstanz. Wollte Martin Luther ein Reformator werden? Hat er sich danach gesehnt, in Worms zu stehen? Martin Luther wollte ein Mönch sein, er wollte einfach treu leben. Und so viele von uns sagen, mir reicht es, ich bin einfach ein Missionar dadurch, dass ich ein gutes Leben lebe. Das reicht mir. Schon mal gehört, die Idee? Wir müssen einfach ein glückliches Leben leben, ein authentisches Christ sein, das ist Zeugnis genug. Nein, die Zeit kommt, da wird das nicht genug sein. All diese Reformatoren wollten ein authentisches Christsein leben. Sie wollten einfach fröhliche Christen sein, die Wahrheit leben und dachten, damit ist es genug. Die Krise kam. Sie haben gemerkt, sie müssen weitergehen. Sie müssen öffentlich predigen. Sie müssen Vorträge halten. Sie müssen die Menschenmassen warnen. Zwingli, Calvin, Simons, Wesley, alle haben dasselbe erlebt. Sie wurden quasi von Gott in die Reformatorenposition geschubst. Elia wurde von Gott befohlen, geh dorthin. Das war bestimmt keine angenehme Aufgabe, dem ganzen Volk zu sagen, ihr seid im Abfall. Die dreifache Engelsbotschaft wird solche Leute produzieren, die stehen. Und wenn sie dann predigen, werden die Menschenmassen wohin gehen? Stellen wir uns vor, das Sonntagsgesetz kommt. Und dann gibt es tatsächlich Reformatoren unter uns, die sagen, das ist die Wahrheit. Ihr dürft den Sonntag nehmen, ihr müsst den Samstag nehmen, das ist die biblische Wahrheit. Zack, 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 zack. Was werden all die Menschenmassen dann machen? Wo werden sie hingehen? Sie werden zurückgehen zu ihren Predigern, Pastoren und sagen, ey, Moment mal, hast du schon gehört, was da passiert ist? Das war, was mit Luther passiert ist. Als Luther seine 95 Thesen notgedrungen veröffentlicht hat, sind die Leute zu Tetzel gegangen und haben gesagt, weißt du, was der predigt? Was war das Resultat? Der Hass hat sich gewendet gegen Luther. Wenn Menschen die Dreifachengelsbotschaft predigen werden und dann andere das hören und sagen, ja, sag mal, ist das wirklich so? Sag mal, lieber Pastor in meiner Kirche, stimmt das, was der da sagt? Dann wird sich die Meinung der Kirchen über diese Reformatoren ändern. Und zwar zum Unguten. Was dann passieren wird, muss man auch nicht vorhersagen. Man wird, da man die Bibel nicht zur Hilfe nehmen kann, den Staat zur Hilfe nehmen. Wenn man schon ein Sonntagsgesetz hat, wenn der Staat schon einem hilft, Gesetze für die Religion zu machen, dann kann der Staat einem auch helfen, diejenigen zu bestrafen, die dagegen sprechen. Und dann werden Leute wirklich ins Gefängnis kommen. Und dann werden Leute wirklich des Landes verwiesen werden. Dann wird es wirklich erhebliche Strafen geben. Und dann braucht es Männer und Frauen, die im Gerichtssaal sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Dann braucht es Männer und Frauen, die vielleicht alleine dort stehen, ohne den Pastor, ohne den Gemeindeleiter, ohne den Diakon, ohne den besten Freund, alleine dort stehen wie Martin Luther und sagen, hier stehe ich. So sehr, dass wie damals Prinzen, in dem Fall dann vielleicht Rechtsanwälte, sagen, meine Güte, das habe ich noch nie erlebt. Ich möchte auch so sein wie du.
das, was gewesen ist, wird wieder sein. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ich weiß, das ist so unpopulär. Aber ich kann und ich darf keine Predigt halten oder eine Vortragsreihe, ohne das zu erwähnen. Ich wäre ein falscher Lehrer. Satan hat ein Ziel, die Gemeinde Gottes zu zerstören. Das heißt hier, wenn der Sturm herannaht, und Achtung, bitte gut aufpassen. Wenn der Sturm herannaht, werden wie viele? Viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt könnte das dich treffen? Könnte das dich treffen? Aufgeben? Und sich zu den Reihen der Gegner schlagen? Denn es gibt nur zwei Parteien dann. Die sagt nicht ein oder zwei oder drei. Viele. Indem sie sich mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, kommen sie dahin, die Dinge in nahezu dem gleichen Licht zu betrachten wie die Welt. Und wenn die Prüfung an sie herantritt, wählen sie die leichte, allseits beliebte Seite. Talentvolle Männer von ansprechendem Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre Kräfte ein, um Seelen zu täuschen und irre zu leiten und werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Ich habe vorhin die Frage gestellt, werden alle Siebentagsadventisten gerettet? Nein. Viele werden die Seiten wechseln. Das ist schon immer so passiert. Das ist in der Reformation so passiert, das ist in den späteren Reformationen passiert. Ist immer so passiert. Mittendurch. Ich fordere Sie nicht auf, ein Siebentagsadventist zu werden, um Siebentagsadventist zu sein. Ich fordere Sie auf, Siebentagsadventist zu werden, damit Sie zum Volk des Buches gehören, die mit der Bibel in der Hand am Ende bestehen können. Schauen Sie niemals, lieber Zuschauer, auch am Internet, niemals auf irgendeinen Menschen, auf die Bibel. Das ist Ihre einzige Sicherheit. Wenn jene, die den Sabbat halten, vor Gericht gestellt werden, um sich um ihres Glaubens willen zu verantworten, sind diese Abtrünnigen die wirksamsten Werkzeuge Satans. Ist doch klar, nicht wahr? Ich war auch in der Kirche. Ich bin ein Aussteiger. Wem hören die Leute am besten zu? Den Aussteigern, oder? Wenn jemand sagt, ich bin Aussteiger, ich bin ein Insider, ich bin drin gewesen, ich weiß genau, wie es da läuft. Das gibt eine gute Nachrichtenmeldung, oder? Das gibt Authentizität. Der Satan ist nicht dumm. Sie zu verleumden und anzuklagen und durch falsche Berichte und Einflüsterungen die Herrscher gegen sie aufzuhetzen. Und dann wird etwas passieren, was immer passiert ist. Die Reformatoren selbst werden verzweifelt sein. Es ist eine Sache, loszuziehen und sagen mit Glaubensmut, ja, wir machen das, Gott wird auf unserer Seite sein. Und wenn plötzlich man im Gefängnis sitzt, wenn man plötzlich alles verloren hat, wenn einen die Familie verlassen hat, wenn man aus dem Land verwiesen wird. Wir sind dann noch keine verherrlichten Heiligen. Wir werden uns die Frage stellen, Moment mal, können wir diesen Kampf überhaupt gewinnen? Waren wir nicht ein bisschen voreilig? Und in jener Situation wird Satan uns versuchen und angreifen und sagen, bist du jetzt sicher, dass du das wolltest? Hast du nicht ein bisschen drüber nachgedacht? War das nicht ein bisschen unklug, gegen die Welten, also gegen die Welt anzugehen mit den paar Handeln, die ihr seid? Es wird nur durch Gebet sein, dass wir diese Prüfung überstehen. Alle, die großen Reformatoren, haben das erlebt. Auch Wycliffe, Huss, hat nicht Luther einen Tag vor seinem berühmten Satz in der Nacht, wer da gewesen ist damals, als wir das studiert haben, weiß es, hat er nicht in der Nacht gebetet und sagt, Gott, was mache ich eigentlich hier? Ich will das gar nicht. Ich habe Angst, ich habe echte Todesangst. Ich habe mit den großen Herren hier nichts zu schaffen. Du hast mich hier reingeschossen, du musst dich kümmern. Gott braucht keine Menschen, die unbedingt den Märtyrertod sterben wollen. Die Menschen werden die Wahrheit wieder aufgeben. Die sagen, oh, ich bin super, ich bin so konservativ. Die werden dann die Wahrheit aufgeben. Gott braucht Menschen, die der Wahrheit folgen, aber die wirklich kämpfen. Die wirklich kämpfen in ihrem eigenen Herzen. All sie haben es erlebt, die Enttäuschung, als man plötzlich merkt, der Feind ist stärker als angenommen. Und liebe Freunde, der Feind wird stärker sein, als wir es annehmen. Viel stärker. Es wird die Bibel sein, die uns Kraft gibt und uns bewusst macht, wir müssen diese Botschaft predigen. Gott hat sie uns aufgetragen. Er muss sich um die Konsequenzen kümmern. Aber wenn der Widerstand dann so gewaltig wird, dass wir nicht ins Gefängnis gebracht werden, dass uns mit dem Tode droht oder mit Folter, was vielleicht schlimmer ist,
dann stellt sich die Frage, und ich glaube, diese Frage wird sich jeder stellen, könnte es sein, dass vielleicht ich der Verführte bin? Könnte es sein, dass vielleicht ich so, dass ich irgendwas nicht sehe? Könnte es sein, dass sie vielleicht wirklich recht haben, dass mit Kolosser 2, dass vielleicht wirklich der Sabbat aufgehoben ist? Könnte es sein, dass vielleicht wirklich der Galaterbrief sagt, dass das Gesetz, dass wir nicht mit dem Gesetz sind? Das, vielleicht heißt das ja wirklich. Bin ich fanatisch? Habe ich vielleicht irgendwie, warum glaube ich, was ich glaube? Ah, ich war damals bei Magna Conflictio. Der hat das gesagt. Ja, wo ist er jetzt? Vielleicht ist er abgefallen. Weiß man's? Wenn wir nicht selbst es gelesen haben, wenn wir es nicht selbst studiert haben, bis wir selbst keinen Zweifel haben, bis dahin können wir nicht sicher sein. Wenn ich weiß, der Sabbat ist der Sabbat, weil ich jeden Text angeschaut habe. Ich weiß es mit meinen eigenen Augen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist, was er gesagt hat. Er hat es so gründlich studiert, er sagt, ich kann nicht anders. Ich würde ja auch gerne anders, aber ich kann nicht anders. Dann sind wir bereit für den Konflikt. Es wird die Bibel sein. Die Bibel, die sich durch diese Krise durchträgt. Sie können nicht, diese Reformatoren, sie können Gottes Gesetz nicht aufgeben. Satan wird es versuchen mit allen Mitteln. Vielleicht wird er einigen nicht mit Gewalt drohen, sondern mit, nicht wahr, einer hohen Position, Geld. Vielleicht ist jemand in Schulden und er bekommt einen Schuldenerlass versprochen. Satan wird viele Wege haben. Aber noch wird auch zu diesem Zeitpunkt immer noch die Gnadenzeit offen sein. Denn immer noch müssen Menschen gerettet werden. Immer noch müssen Menschen aus den Kirchen rausgeholt werden. Und solange die Gnadenzeit noch offen sein wird, wird auch der Heilige Geist nicht völlig zurückgezogen sein von der Welt. Was bedeutet, zu diesem Zeitpunkt wird Satan noch nicht volle Kontrolle über die Menschheit haben. Dass immer noch in gewisser Weise Dinge zurückgehalten werden. Ich möchte etwas sagen, was vielleicht viele verwundert. Wenn wir über Politik nachdenken, was für einen Eindruck haben wir normalerweise über die Politiker? Wie viel Wertachtung haben wir denen so gegenüber? Meistens denken wir, naja, die sind ja sowieso alle, ja, korrupt, nicht wahr, machen eher was sie wollen. Wir haben kein Mitspracherecht. Ich möchte Ihnen was sagen. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, es gibt Politiker, die vom Geist Gottes gedrängt werden. Ich glaube auch, dass es Politiker gibt, die vom Geist Satans bedrängt werden. Ich glaube, dass es da Verschwörungen gibt und Dinge und dass man versucht, Gesetze reinzubringen. Aber ich glaube, dass Gott auch heute noch in Deutschland und Amerika und den Nationen dieser Welt Politiker hat, vielleicht wenige, die von seinem Geist geführt werden und deswegen Dinge aufhalten, die sonst schon längst geschehen wären. Warum glaube ich das? Weil es schon immer so war. Luther hätte niemals die Reformation gehabt, wenn es keinen Kurfürst von Sachsen gegeben hätte. Bevor wir das nächste Mal über Politiker schimpfen und alle über einen Haufen stellen, seien wir uns mal nicht zu sicher, ob Gott nicht bestimmte Politiker heute im Bundestag oder sonst wo benutzt, um bestimmte Gesetzgebung, bestimmte Dinge noch aufzuhalten. Denn manche Dinge können sehr schnell gehen. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. In Österreich wird gerade ein Gesetz debattiert, das auf einen Schlag jegliche Gesundheitsarbeit von Kirchen beenden würde. Innerhalb von 3 Tagen ist ein Gesetz durch den österreichischen Bundestag gegangen, das besagt, niemand darf mehr Gesundheitsarbeit, Gesundheitsvorträge halten über ganz normale Themen, außer ein Gesundheitspsychologe. Das würde bedeuten, dass alle Kirchen, die bisher Gesundheitsarbeit machen, sofort, dass es verboten ist. Das hat 3 Tage gedauert. Der Satan ist schneller, als wir denken. Es ist die Gnade Gottes. Dass Politiker Dinge aufhalten, damit diese Arbeit getan werden kann. Und sie wird getan. Und ich glaube, manche von diesen Politikern werden am Ende sich zu der Wahrheit stellen. Gott kann einen Nebukadnezar bekehren. Gott kann auch Kanzler und Minister und Rechts. Er kann die Großen dieser Welt bekehren, wenn er möchte. Und wenn sie möchten, natürlich. Und danach sah ich einen anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Hier wird beschrieben eine Bewegung, die weltweit sein wird. Diese letzte Reformation wird noch größer sein als die von 1844. Ja, damals gab es auch eine weltweite Bewegung. Damals sind Leute wie Wolf bis in den Fernosten gereist und in England und überall gab es Leute, die gepredigt haben in Südamerika und es gab große Versammlungen. Es war schon eine gewaltige Bewegung, aber das, was wir jetzt sehen werden in der Zukunft, wird viel gewaltiger sein, viel größer. Es wird so sein wie zu Pfingsten. Und zu Pfingsten wurde in einer Generation die gesamte bekannte Welt erreicht. Zu Pfingsten wurden wenige wirklich bekehrte Menschen mit dem Heiligen Geist so ausgerüstet, dass die Wahrheit in Windeseile um die Welt ging. Die Bibel hat eine Symbolik. Sie spricht von einem Regen. Sie spricht von einem Frühregen und sie spricht von einem Spätregen. Der Frühregen
bringt die Pflanze zum Keimen. Nicht wahr? Wenn der Regen, der erste Regen kommt, dann fängt die Pflanze an zu wachsen. Der Spätregen bringt die Pflanze zum Reifen. Und so gibt es auch in der Bibel geistlich einen Frühling, der zu Pfingsten war, als das Evangelium anfing, in die Welt hinauszugehen. Und so wird es einen Spätregen geben in Offenbarung 18, wenn das Evangelium die ganze Welt erleuchten wird. Männer und Frauen, größtenteils Laien, viele Jugendliche werden das tun, was Reformatoren vorgetan haben auf einem globalen Ausmaß. Die Frage aller Fragen ist, wirst du dabei sein? In Hosea 6, Vers 3 heißt es, so lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Kenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Die Bibel sagt, dass er Regengüsse herabkommen lässt, den Frühregen und den Spätregen. Und in der Postgeschichte wird das erklärt, das heißt, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Wir werden nicht einfach nur mit unseren schwachen Bemühungen in die Welt gehen, sondern Gott wird seinen Geist in einem Maße ausgießen, dass die Welt erleuchtet wird von seiner Herrlichkeit. Aber der Geist kann uns nur an das erinnern, was wir vorher selbst studiert haben, was wir selbst ergründet haben. Soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So wie damals, glaube ich, wird es Zeichen und Wunder geben. Die Apostel haben nicht nur gepredigt, die Apostel haben geheilt. Manchmal hat sogar ihr Schatten geheilt, nicht wahr? Wer die Apostelgeschichte kennt, weiß, manchmal hat der Schatten allein gereicht. Wenn es beim Frühregen so war, glaube ich, dass auch beim Spätregen Gott in einer übernatürlichen Art und Weise wirken wird. Die Bibel verheißt, dass es Zeiten der Erquickung geben wird. Erst kommt die Bekehrung, dann kommt das Sündenaustilgen. Helf mir mal. Seit wann können wir uns bekehren zu Gott? Schon immer, okay, aber seit wann wird die Bekehrung effektiv? Seit wann wird uns die Sünde wirklich vergeben? Seit dem Kreuz, nicht wahr? Seit dem Kreuz gibt es effektive Vergebung. Vorher auf Verheißung hin, aber effektive Vergebung, Buße. Seit wann werden die Sünden getilgt? Seit 1844. Und der nächste Schritt ist die große letzte Ausgießung des Geistes, damit dann Jesus kommt, der zuvor verkündigt worden ist. Kreuz 1844. Letzte Ausgießung des Geistes, Offenbarung 18, Wiederkunft. Das sind zwei Versen. Die Roadmap, der Fahrplan von der Apostelgeschichte. Die Botschaft wird in die Welt gehen, aber auch der Feind wird große Zeichen tun. Zeichen und Wunder werden nicht der Beweis sein, dass die Wahrheit gepredigt wird, oder? Was wird der Beweis sein? Das Wort Gottes. Das Volk des Buches. Und jeder Mensch wird dann in jener Zeit von dem Sonntagsgesetz bis vor dem Ende der Gnadenzeit, in dieser großen letzten Phase, vor die Entscheidung gebracht werden. Menschen, die in Babylon sind, werden sich entscheiden müssen, wollen wir dort bleiben oder wollen wir hinaus? Eine Entscheidung, von der das ewige Leben abhängt. Und in jener Zeit glaube ich, dass es nicht mehr so sehr die Argumente sein werden, sondern dass durch die Kraft des Heiligen Geistes Menschen Entscheidungen fällen. Sie haben vielleicht vorher schon die Argumente gehört, aber jetzt wird es der Geist sein, der sie wirklich zu einer Entscheidung treibt. Was vorher sie zurückgehalten hat, Familien oder Geschäftsbande oder irgendwelche anderen Dinge, wo sie vorher gesagt haben, ich kann mich noch nicht dafür entscheiden, wird dann ohne Bedeutung sein. Der Heilige Geist wird sie treiben und es werden viele kommen. Die Informationen sind vorher gesät worden durch Bücher, die verteilt worden sind, durch Bücher, die gelesen worden sind, verkauft worden sind, durch Internetseiten. Die Informationen sind da, sie sind gesät worden. Was jetzt fehlt, ist der Regen, der alles zum Reifen bringt. Der Heilige Geist, der die Botschaft in Vollmacht abschließen wird. Und jeder wird seine Entscheidung fällen. Und das Kreuz Jesu, die Wahrheit seines Todes und seiner Erlösung und seines hohen priesterlichen Dienstes wird so viele herausbringen aus Babylon, dass es eine große Schar sein wird. Jetzt sind es ungefähr 17 Millionen. Aber von diesen 17 Millionen haben wir gesagt, werden viele gehen. Keiner weiß, wie viele kommen werden. Ich denke, es werden viel mehr sein. Aber es wird eine Minderheit sein bezüglich der Weltbevölkerung. Es wird eine Minderheit sein. Aber es werden viele sein. Noch ist Zeit da. Noch ist Jesus im himmlischen Heiligtum. Noch können wir uns vorbereiten. Noch können wir die Bibel studieren in Freiheit. Noch können wir uns versammeln in Freiheit. Noch sind wir nicht ganz in der Krise, auch wenn wir die Zeichen schon sehen. Die Frage ist, wie lange wollen wir noch warten mit der Vorbereitung? Wie lange willst du noch warten?
willst du nicht heute anfangen mit der Vorbereitung, sondern mit einer echten, ernsthaften Vorbereitung, kostet es, was es wolle. Und wenn da mal ein Hobby drauf geht, weil du mehr Zeit verbringen willst, wirklich die Drache Engelsbotschaft zu verstehen, ist es das wert? Ich glaube, es ist es wert. Wenn du dich vorbereitest, dann kannst du das Instrument sein, vielleicht Tausende und Abertausende zu Christus zu führen. Tausende und Abertausende in den Himmel zu bringen, die sonst vielleicht dort nicht kommen würden. Wäre das nicht ein würdiges Ziel, vielleicht auf ein Hobby zu verzichten oder es wenigstens zeitlich zu beschneiden? Wäre es nicht an der Zeit, ernsthaft zu werden über unseren christlichen Glauben? Wenn das dein Wunsch ist, zu sagen, ich möchte ernsthaft mich auf die Krise vorbereiten, damit ich dann stehen kann und sagen kann, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Möchtest du mit mir gemeinsam stehen für ein Abschlussgebet? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass trotz aller Krisen du immer ein Volk haben wirst, das der Bibel folgt und die Bibel zum Maßstab von allem macht. Und ja, auch dieses Volk besteht nur aus Menschen. Auch dieses Volk besteht aus Menschen, die sich irren, die Fehler machen. Aber wir sollen nicht auf Menschen schauen. Wir wissen sogar, dass viele von ihnen wieder gehen werden. So wie in der Reformation auch viele Dinge innerhalb der Reformation zur Schwächung beigetragen haben. Aber du bist trotzdem ans Ziel gekommen, weil Menschen sich auf dein Wort berufen haben und auf dein Wort allein. Und nichts anderes wollen wir tun. Wir wollen dein Wort so gründlich kennen. Nicht als Wissenschaftler, sondern als deine Freunde, deine Erlösten, die in dem Wort ihr Leben finden. Nicht eine lästige Pflicht, damit der Prediger seinen Willen bekommt, sondern weil wir sehen, dass es gar nichts anderes gibt, was uns vorbereiten kann, als dein Wort. Und das wird uns begeistern, das wird uns selbst dann drängen, hinauszugehen. Niemand wird mehr motiviert werden müssen in Seminaren oder ausgebildet werden müssen, wie man dann jetzt und ob man und wie man dann vielleicht Zeugnis gibt, sondern jeder wird es von alleine tun wollen, weil dein Wort brennen wird wie ein Feuer in uns. Wie bei den alten Propheten, die gar nicht gehen wollten, aber nicht konnten, weil dein Wort wie ein Feuer war. Ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns vergibst, dass du mir vergibst, dass du jedem Einzelnen von uns vergibst, wo wir zwar viel über Christentum gesprochen haben, aber so wenig dein Wort studiert haben. Bitte schenk uns wirklich, wirklich, wirklich ein Bewusstsein, in welcher Krise wir leben, was getan werden muss jetzt schon, damit, wenn die Krise dann ganz ausbricht, du Menschen haben kannst, auf die du dich verlassen kannst, als deine, wenn auch schwachen Instrumente, die durch deinen Geist gestärkt werden und unüberwindlich werden für die Hölle und den Tod und den Satan. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir in dir den Sieg haben, nicht über die Sünde, sondern auch über die Welt, über alle Verfolgung. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.